sehen Margret im Schwimmbad, wir sehen Margret im Hotpot und wir sehen Margret draußen in Schwarz-Weiß, in Farbig. In Island spielt sich alles vornehmlich draußen ab. Der Hotpot ist eigentlich sowas wie die Tageszeitung in Island. Man erzählt sich da die neuesten Sachen. Was wir hier sehen an diesen Schwarz-Weiß-Fotos, ist etwas sehr Isländisches. Der Blick ist total wahrhaftig und unverstellt. Ich habe in einem meiner Romane das beschrieben. Da sagt Jon, der isländische Held sozusagen, erzählt seiner Großmutter, du, in Deutschland, in dem Orchester, in dem ich arbeite, da gucken sich die Leute gar nicht richtig in die Augen. Der Kontakt ist gar nicht da. In Island hat man immer Kontakt zum Gegenüber. Es gibt nicht das, was wir in Mitteleuropa kennen, dass man mal wegguckt, sondern es gibt eine Wahnsinnspräsenz. Und wir haben das Gefühl, nicht weil die Fotografin mit der Kamera auf ihr sitzt, sondern weil sie sagt, das bin ich, du musst mich nur ablichten. Wir sehen hier eine Frau, die hat mit Sicherheit keine Zusatz-App auf Instagram, wo sie sich vielleicht die Wangenknochen ändert oder die Lippen vergrößert oder die Augen. Wir sehen hier etwas, ja, das fast aus analoger Zeit ja stammt, aus einer vorvirtuellen Zeit. Und das hat eine unfassbare, raue Schönheit. Und das sieht man dem Gesicht dieser Frau an. Man könnte ja jetzt glauben, es ist die Natur, aber für mich sind es vor allem die Menschen in Island. Dieses total pure, dieses ganz emotionale und trotzdem im Wind und im Wetter stehende, etwas unglaublich Unverstelltes, Wahrhaftiges und Nahbares. Und noch besser hätte man den Seelenzustand des Landes gar nicht abbilden können, als an dieser einen Figur, deren Gesicht viele, viele Geschichten erzählt.